Mehr oder weniger frisch motiviert begrüße ich euch zurück zu Let's Play Dark Project, der Meisterdieb. Wir haben es ganz schön verkackt beim letzten Mal. Denn wir sind wieder am Anfang rausgekommen. Aber ich werde diesmal mich nach dem Kompass richten. Denn wir wissen ja, dass wir sehr weit nach Westen müssen. Ah. Ach du Scheiße. Gerade noch mal entkommen, Leute. War für meinen Geschmack jetzt ein bisschen zu knapp. So. Die suchen schon fleißig nach uns, wie ich höre. So, hier waren wir auch schon überall. Und so allmählich gehen mir ehrlicherweise die Ideen aus, wo wir noch hingehen könnten. Okay. Probieren wir nochmal den althergebrachten Weg, Freunde. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen Richtung Westen. Und wenn wir dann so weit wie es geht im Westen angekommen sind, müssen wir nach Norden. Und ich erinnere mich, dass wir beim letzten Mal war da oben so ein Gitter. Da draußen war auch so ein Geist. Genau hier. Ach nö. Jetzt sind wir schon wieder hier. Ah. Okay, mir gehen ehrlicherweise allmählich die Ideen aus. So, hier führt uns zwar der Kompass in die richtige Richtung. Na super. Da ist eine Spinne. Hm.
Scheiße. Ich weiß, wir verhalten uns gerade nicht wie ein Dieb, sondern eher wie so ein Kamikaze-Prügler. Aber hier sieht es doch schon mal so aus, als ob wir hier noch nicht gewesen wären. Und an die Stelle kann ich mich von früheren Playthroughs erinnern. Wisst ihr warum? Und das ist nämlich richtig geil. Seht ihr diese zwei Fackeln hier links und rechts von dieser Statue? Das ist eine Hüterstatue. Jetzt passt mal auf, Freunde. Da haben wir ihn doch. Mit Feuerpfeilen kann man nämlich nicht nur wunderbar Barracks töten, sondern man kann mit ihnen auch Fackeln entzünden. Sollte sich jetzt eigentlich irgendwo ein Geheimgang aufgetan haben, so rein nach der Theorie. Okay, jetzt nochmal ganz in Ruhe. Ein Heiltrank. Ich glaube, man muss die von hier aus anschießen. Aber wir haben ja genügend Pfeile und brauchen sie sowieso für nichts mehr. Ah, ja. So, und jetzt kommen wir hier nämlich in ein altes Hüterversteck, Freunde. Der Bau scheint von meinen alten Freunden, den Hütern, errichtet worden zu sein. Was verstecken die hier wohl? Jetzt komm, spring nochmal rauf, Garrett. Ganz schön dunkel hier. Was höre ich denn da? Hört sich nicht gut an. Boah, muss ich jetzt hier jede Tür knacken, Freunde? Thank you.
Hüter Lukas, wir haben eure Befürchtungen zur Kenntnis genommen. Ja, wir verstehen und teilen sie. Wir haben uns die Entscheidung, in die Angelegenheit einzugreifen, nicht leicht gemacht. Wir meinen jedoch, handeln zu müssen. Wenn sich niemand dem Schwindler entgegenstellt, könnte er die ganze Stadt vernichten und uns ebenso. Wir haben versucht, unsere Bemühungen nach Kräften zu verbergen. Ich kann nur hoffen, dass es uns gelungen ist. Du hast die im Besitz der Hamariten befindlichen Talismane der Luft und der Erde angeht, so glauben wir, dass sie große Anstrengungen zu ihrem Schutz unternehmen. Der eure im Wissen Hüter Andrus. Und noch ein Pergament. Hüter Andrus, wir sind erleichtert, dass ihr die Zerstörung eindämmen konntet. Für genau diesen Fall wurden die Schutzzauber der Elemente über all die Jahre gerettet. Und wir begrüßen euren Entschluss, sie jetzt zu verwenden. Das Unheil, welches ihr beschreibt, ist in der Tat schlimm. Bitte versteckt die Talismane mit größter Sorgfalt, denn ihre Entdeckung würde eine erneute Katastrophe heraufbeschwören. Uns erfüllt mit Sorge, dass die Hamariten zwei Talismane behalten wollen. Werden sie gut genug schützen? Auch beunruhigt uns, dass euer Vorgehen der Welt die Wahrheit um unser Bestehen enthüllt haben könnte. Das dürfen wir nicht zulassen. Der eure im Wissen, Hüter Lukas. So, wir haben einen sehr seltsamen Schlüssel bekommen. Und einen normalen Schlüssel, der diese Tür hier aufschließt. Okay. Auf dieser Karte sind die Aufbewahrungsorte der Talismane der Elemente eingezeichnet. Nur die Talismane können die Schutzzauber des Kathedralentors aufheben. Ihr Aufbewahrungsort wird hier für den Fall festgehalten, dass wir eines Tages die Kathedrale wieder betreten müssen. Neue Anweisungen. Oh. Okay. Finden Sie die Kathedrale. Scheiß drauf. Finden Sie einen Weg die Kathedrale und stehlen Sie das Auge. Erbeuten Sie Gegenstände im Goldwert von 750. Verlassen Sie die Ruinen. Erbeuten Sie den Portalschlüssel von der Bibliothek der Wächter. Das haben wir wohl jetzt zuvor genommen. wusste ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Aber gut, dann können wir uns das mit der Kathedrale finden, nämlich sparen. Und wir kommen sowieso nicht rein. Es ist ein Schutzzauber drauf und wir brauchen vier Talismane, den der Erde, des Wassers, des Feuers und der Luft, damit wir reinkommen, habe ich jetzt da zumindest mal rausgehört. Aber ich bin so froh, dass diese Mission endlich beendet ist und fahre mit euch mit Freuden fort, meine lieben Freunde. Das Wissen um jene, die vor uns da waren, durfte weder verbreitet noch vernichtet werden. Seine Macht wäre in den verkehrten Händen ein gefährliches Werkzeug. Wäre aber auch ein Schutz gegen künftiges Unheil. Damals beschlossen wir, dieses Wissen zu schützen und die Schriften an sicheren Orten aufzubewahren. Aus dem Buch der Hüter. Die Ausbilder der Hüter haben den Feuertalisman in der vergessenen Stadt versteckt. Sie wurde vor Ewigkeiten durch irgendeine Katastrophe unter der Erde begraben. Der Zugang zur Stadt liegt irgendwo in einer Spalte im Flussbett, nahe der Ostseite der Stadt. Die Ausbilder haben den Zugang versiegelt. Wenn die Unterlagen aus der Bibliothek stimmen, kann der fremdartige Stein, den ich fand, das Siegel lösen. Ich habe auch einen Plan der Stadt. Er ist so alt, dass mir die Seiten in der Hand zerfallen. Na super. Auf dem Plan ist der damalige Aufbau der Stadt festgehalten. Hoffentlich hat sie sich nicht so stark verändert. Die vergessene Stadt. Der versiegelte Zugang zur vergessenen Stadt soll hier irgendwo am Grund des Flusses sein. Ihn zu öffnen ist der erste Schritt. Der Feuertalisman wurde vor langer Zeit in der vergessenen Stadt verborgen. Es ist Zeit, ihn mitzunehmen. Die Hüter versteckten auch den Wassertalisman in der vergessenen Stadt. Bringen Sie in Erfahrung, wo. Die Talismane zu finden ist schon eine Leistung, aber um dafür belohnt zu werden, müssen sie die vergessene Stadt auch wieder verlassen. So. Gaspfeil, okay. Ein Bekannter möchte einen Auftrag an sie abtreten. Es handelt sich um die Suche nach einigen Antiquitäten in der vergessenen Stadt. Naja gut, die suchen wir ja sowieso. Wir haben jetzt Bargeld nur 940, das heißt, wir müssen es gut einteilen. Zwei Heiltränke, das sieht schon mal gut aus. Wie viel kosten so ein... Oh, so ein Gaspfeil kostet 500. Okay, da kaufen wir schon mal keinen zweiten davon. Da wir kein Weihwasser haben, vermute ich mal, wir werden auch auf keine Zombies treffen in der vergessenen Stadt. Nichtsdestotrotz sollten 10 zusätzliche Wasserpfeile nicht schaden.
Breitkopfpfeile haben wir 40 Stück, die habe ich noch nie komplett verbraucht. Wie viel kostet so ein Lufttrank? Allein schon, dass wir den anwählen können, ist schon sehr verdächtig. Seilpfeile haben wir 3, damit sind wir bis jetzt eigentlich immer gut ausgekommen mit der Grundausstattung. Ein Eiltrank, der kostet auch so viel, ey. Ich würde mal sagen, wir kaufen noch einen Heiltrank. Und sollen wir noch unser Geld in so einen Lufttrank investieren? Oder lieber in weitere Wasserpfeile? Die Wasserpfeile erscheinen mir wichtiger. So. Sollen wir noch ein bisschen Breitkopfpfeile kaufen und los geht der Spaß. Ich würde mal sagen, da passen wir nicht rein. Das? Nichts. Okay. Na, wenn das mal nicht der Zugang ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ich möchte mich hier trotzdem noch ganz gerne ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Sachen, die man mitgehen lassen kann. Aber es sieht eher danach aus, als wäre hier alles verschlossen. Hier hoch. Nee, alles abgeriegelt. Okay, hier kommen wir auch nicht hoch. Das bedeutet, wir snacken uns jetzt mal diesen Schlüssel hier. So, die vergessene Stadt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was dort auf uns wartet. Ich schätze, wir hätten doch in einen Lufttrank investieren sollen. Na, wobei. Garrett kann ziemlich lange die Luft anhalten für einen Dieb. Ah. Außerdem nutzen wir jede Möglichkeit zum Auftauchen, die sich uns bietet. Eieiei, wenn das mal gut geht, Leute. Ah, da vorne sehe ich doch schon wieder Luft. Ich glaube, hier steigen wir mal aus, Freunde. Müssen das denn immer Spinnen sein, ey. Okay, wir hätten auch den schnellen Weg nach unten nehmen können, sehe ich gerade, aber wer will das denn schon? Diese so kleine Spinnchen da, mit Pfeil und Bogen töten muss, ist zwar eine bittere Sache, Leute. Aber ihr glaubt gar nicht, wie die Viecher abgehen, wenn die euch erstmal erwischen. Und wir können jeden Lebenspunkt brauchen, den wir aktuell haben. Ah, herzlich willkommen. Stadt. Ich vergaß fast, wie schön es hier ist.
Wie können die Hüter diese Stadt nur geheim halten? Sir Garrett, das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, Freunde, und was uns in der vergessenen Stadt erwartet, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt, der Let's Play Dark Project, der Meisterdieb. Bis dahin, euer Max. Macht's gut, Freunde.